Nehme ich mit. Darf ich auch, habe ich schon gefragt. Für Wolke Hegenbart hat das Abenteuer erst begonnen. Vor dem Kap will sie den weißen Hai in seiner natürlichen Umgebung sehen. Die Frage ist, ob wir die weißen Haie überhaupt sehen werden. Die Art ist vom Aussterben bedroht, durch uns. Ich werde begleitet von einer Spezialkamera und einem der bekanntesten Unterwasserkameraleute der Welt, Charles Maxwell und seinem Assistenten. So, lass ihn! Laufend! Oh, fantastic! Lass ihn! Was für ein Anfang. Die ganze Bucht ist voller Delfine. Charles sagt, es sind verschiedene Arten. Gemeine Delfine und Schwarzdelfine. Die Schwarzdelfine leben nur am Kap der Guten Hoffnung. Doch die gewöhnlichen Delfine machen jedes Jahr eine weite Reise, an deren Ende sie nicht nur auf Haie treffen. Auch verschiedene Vogelarten und Wale sind unterwegs zu einem der spektakulärsten Naturschauspiele unseres Planeten. Wenn in Südafrika der Winter beginnt, trifft eine Armada der Tiere 200 Kilometer nordöstlich von Kapstadt auf den größten Fischschwarm der Erde. Milliarden von Sardinen. Delfine jagen mit einem raffinierten System, von dem alle Jäger profitieren. Tief schwimmende Delfine stoßen einen dichten Blasenvorhang aus. Gefangen in einem Netz aus Luft, drängen sich die Opfer zusammen und steigen an die Oberfläche. Des Brüdewals finden 10 Tonnen Wasser und unzählige Sardinen Platz. Wie das menschliche Auge reagieren Haiaugen auf Licht. Die Pupillengröße verändert sich, perfekt, um Beute zu fokussieren. Es ist ein perfektes Teamwork der Jäger. Kommt die Kamera jetzt ins Wasser? Ja, wenn du mir hilfst, geht sie gleich ins Wasser. Okay. Wie wär's? Okay, wow, schwer. Und los geht's. Das Kabel ist 15 Meter lang, das ist die perfekte Länge. Dann ist die Kamera nicht zu nah am Boot und der Hai wird nicht verscheucht. Könntest du die Kamerasteuerung bedienen? Das ist sie. Cool. Das schaut ja aus wie ein Zünder für eine Bombe. Ist das selbst gemacht? Ja. An, aus, Fokus, Zoom. Okay. Okay, und los geht's. Also wir schauen immer auf den Monitor hier. Mach das Bild so total wie möglich. Und wenn wir einen Hai sehen, musst du entscheiden, nah zu zoomen oder total zu bleiben. Im Moment ist noch kein Hai da, aber das dauert nicht mehr lange. Es ist ein sehr guter Platz für sie. Okay. Ja, yeah, hier gibt es richtig viele. Sicher. Was? Schau, schau schnell. Da ist einer. Was soll ich machen? Reinzoomen? Ja klar, drück Record und fahr drauf zu. Oh, ein schönes Bild. Schau mal, wie er ranschwimmt. Er schaut in die Kamera und dann ist er wieder weg. Wahnsinn. Der ist neugierig, weißt du? Da. Da kommt er wieder. Er will wissen, was das für ein lustiges kleines Ding im Wasser ist. Wow. Ist doch toll, oder? Wahnsinn. Ist ja riesig. Der schwimmt so nah vor der Linse. Ein super Bild und wir haben alles im Kasten. Wahnsinn. Mit der Towcam wurde beobachtet, wie der Hai blitzschnell von 3 auf über 60 Kilometer in der Stunde beschleunigt. Der Grund? Seine Muskeln sind ein Wunder der Evolution.
Sauerstoffarmes und reiches Blut tauschen sich blitzschnell aus. Haie, gleich welcher Art, haben sich perfekt an ihren Lebensraum angepasst. Katzenhaie leben am Boden. Sie können es sich leisten, schlechte Schwimmer zu sein. Dafür ist ihr Körper extrem biegsam. Denn für ihre Hauptnahrung, Krustentiere und Schnecken, müssen sie in engen Spalten und Ritzen suchen. Wo, wann und wie oft sich Haie paaren, ist praktisch unbekannt. Man nimmt an, dass manche Arten Strecken von Tausenden von Kilometern zurücklegen. Nur bei ortstreuen Haiarten wie dem Katzenhai gelingt es in seltenen Fällen, das Liebesspiel zu beobachten. Anders als viele lebendgebärende Haiarten können Katzenhaiweibchen das Sperma nach der Kopulation speichern und erst viele Tage nach der Paarung Eier ablegen. Im Kelbwald gibt es dafür viele Verstecke. Der Embryo lebt zunächst vom Dottersack. Wenn der Junghai nach 5 Monaten schlüpft, ist er 5 Zentimeter lang und sofort in der Lage zu fressen. Viele Haiarten produzieren nur wenig und dafür gut entwickelten Nachwuchs. Das wird ihnen nicht nur an den südafrikanischen Küsten zum Verhängnis. Denn so ist jeder getötete, ausgewachsene Hai ein gewaltiger Verlust. Manche Arten brauchen Jahrzehnte, um geschlechtsreif zu werden. Viel zu lange, um die Verluste auszugleichen. Wolke Hegenbart will sich davon ein Bild machen. Auch um die Katzenhaie steht es nicht gut. Sie vermehren sich zu langsam und zu viele landen in Schleppnetzen. Man weiß nicht viel über sie. Eine der wenigen Meeresbiologen, die sich für Katzenhaie interessiert, ist Charlene da Silva. Ich soll ihr beim Fangen helfen. Sie sagt, das sei nicht schwer. Es geht also direkt zum Kap der Guten Hoffnung. Eines der am meisten fotografierten Touristenziele Südafrikas. Ich finde sogar einer der schönsten Plätze der Erde. Alles hier ist so wild und ungezähmt. Die Strömungen und Winde sind so stark, dass man das Kap nur an wenigen Tagen im Jahr umfahren kann. Keine 2 Meter geschwommen und schon im Kelb verirrt. Keine Ahnung, wo Charlene ist. Viele Fische haben hier richtig fiese Parasiten. Das hat mir schon Ian, mein Tauchlehrer, erzählt. Aber ich habe es noch nie vorher gesehen. Ich möchte nur wissen, ob die Armen diese Blutsaugerei überleben. Ah, und das müsste ein Klippfisch sein. Schwimmen ist nicht so seins. Der hat nämlich keine Schwimmblase und kann nur vor mir auf- und abhüpfen und zur Abschreckung seine stacheligen Flossen aufstellen. Da sind sie, die 7 Kimahaie. Jetzt ganz ruhig bleiben. Menschen sind keine Beute für sie. Aber ab und zu sollen sie dann doch mal zugebissen haben. Ich hoffe, sie sind nur neugierig. Oh, verdammt. Sind aber sehr, sehr neugierig. Der will wohl mal schauen, warum meine Tauchflasche so blitzt.